Mein Verwandtschaftsverhältnis zu den Produktseiten ist, ich bezeichne sie immer als die Ugly Uncles of E-Commerce. Markus, guck. Also bei unseren Kunden im Durchschnitt ist es so, sie haben ungefähr 5 Startseiten-Templates, 40 Kategorie- und Filterseiten-Templates und für die Produktseiten, naja, da gibt es halt ein Layout. Da ist oben links die Bilder, da rechts der Warenkorb-Button und darunter der Text, so ungefähr. Das ist so der Ausgangspunkt. Deswegen der Ugly Uncle. Wenn man sich das aber anschaut, das ist auch, wenn man das vergleicht mit der Realität, wenn wir in einen normalen Supermarkt oder in ein Warenhaus gehen, also damals, als wir das noch gemacht haben, ist die eigentliche Kaufentscheidung findet natürlich statt am Regal, also an der Stelle, wo ich quasi dann zur Ware greife und die jetzt dann in meinen Warenkorb tue. Das Einkaufswagen haben wir digital ja auch. Und wir haben uns aber mit dem Thema Produktseiten in ihrer Optimierung im eigentlichen tagtäglichen Geschäft relativ wenig auseinandergesetzt. Das ist insofern problematisch. Zum einen, und wir verlieren da viel Potenzial, aber wenn wir jetzt mal ganz kurz schauen, was im letzten Jahr passiert ist, also das ist jetzt quasi ein aus einem US-Studie über E-Commerce-Penetration, die haben quasi 10 Jahre Wachstum nachgeholt in den ersten 3 Monaten von Corona. Und das merken wir natürlich an allen Stellen. Ich weiß nicht, Markus, wie es bei euch ist, was die Kunden so ziehen, aber wir sehen auch, man guckt halt, wenn früher große Retailer gesagt haben, ja, wir haben auch eine E-Commerce-Abteilung, dann sind sie jetzt quasi eine E-Commerce-Abteilung, die auch Ladengeschäfte hat. Ja, also sie haben wirklich diese 10 Jahre Firmentransformation dann doch ganz schnell hinter sich gebracht. Ja, und damit meine ich jetzt nicht nur, dass man irgendwie jetzt beim Lidl und Aldi mit Karte an der Kasse zahlen kann oder sogar drahtlos, sondern es ist wirklich auch ein Umdenken in den Firmen passiert. Und wir müssen jetzt quasi das im Prinzip nehmen, was in den letzten, ich weiß nicht, 80 Jahren Warenhausoptimierung passiert ist und dann auch im E-Commerce ausrollen und brauchen dafür die Tools und die Methoden, das zu machen. Ja. Gleichzeitig haben wir aber im E-Commerce das Thema, dass die ganz großen Suchmaschinen, Amazon eben sich als Gatekeeper auftun und die Beziehung, die wir als E-Commerce-Firma oder unsere Kunden als E-Commerce-Firma zu den Benutzern haben, natürlich dem im Weg steht. Die sind die Gatekeeper, die sagen, hey, also Amazon ist mein Portal, ich bestimme über deine Platzierung, du kannst gerne bezahlen, aber ich gebe dir nur einen bestimmten Teil der Daten. Wer sich bei der Wahl auch mit Apple Pay auf seinen Beleg geschaut hat, wird sehen, dass statt Kreditkartennummer da irgendwie nur 12 Nullen abgebildet sind. Das hat den Grund, dass Apple die Daten einfach nicht rausgibt, wer das jetzt war. Und viele von den Lösungen quasi, die wir uns früher gebaut haben, sogar unabhängig von GDPR und Cookies, eigentlich gar nicht mehr funktionieren, weil wir die Daten gar nicht haben. Ja, wenn ich keine Kreditkartennummer zuordne, dann tut auch mein Offline-CRM nicht, weil ich kann ich gar keine Daten zuordnen. Ja. Das heißt, wir haben den Fall, und auf der anderen Seite geben wir immer, immer mehr Geld aus für Werbung auf diesen Plattformen, ja, um immer mehr Kunden zu akquirieren. Was weiß ich, wir geben als Retailer oder als Online-Company quasi Geld aus, um unsere Produkte in Amazon zu platzieren und müssen dafür zahlen, dass sie im Ranking weiter oben sind, aber wir haben gar nichts davon. Ja. Und wenn man sich die Wachstumsraten anschaut, also jetzt zum Beispiel Amazon Ad Revenue, der sich in 5 Jahren verdoppelt, ja, wir reden über fast 60 Milliarden Dollar, die dort quasi als Flywheel für Amazon, also die Zahlen zeigen ja sogar, dass Amazon quasi genauso viel Geld einnimmt mit Werbung, wie es wieder ausgibt. Also das sind ja selbst, das sind Flywheels, also selbstdrehende Räder, die so viel Energie aufnehmen, da muss ich ja irgendwie gegen bestehen. Und das kann ich heutzutage nur noch entsprechend mit Relationships zu meinem Kunden, denn die muss ich irgendwie aufbauen. Ja. Und ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Supermarktregal, wir haben ungefähr denselben Upflow auch im E-Commerce. Natürlich muss jemand quasi erstmal Interesse haben, bei mir zu kaufen, ja, dann den Trust dort entsprechend den Kauf auch durchzuführen oder zu beginnen und dann auch wiederzukommen und zu bleiben. Nur dann kann ich diesem Kostenfaktor Werbespend quasi entkommen. Ja. Dann kann ich Geld investieren, damit der Kunde dann später wieder bei mir kauft. Aber wenn ich auf jeden Warenverkauf 10, 20% abgeben muss und noch Werbekosten draufrechnen, dann verdiene ich ja selber nichts mehr, egal fast wie hoch wie meine Margen sind, weil irgendeiner denkt immer noch, er hat irgendwie ein halbes Prozent Arbitragegeschäft mehr. Und entsprechend muss ich mir auch auf der Produktseite die KPIs anschauen und optimieren, die ich dort habe. Ich muss schauen, klar, Bounce Rate runterzubekommen, ich muss die Page Views hochkriegen,
Weil das ist da, wo die Kaufentscheidung dann final getroffen wird. Und ich darf vor allem eins nicht machen. Ich darf nicht dafür sorgen, dass der Kauf abgebrochen wird, weil das ist unendlich teuer. Ja. Was wir machen, ist da festgestellt oder bieten unseren Kunden die Möglichkeit, sogenannte Kauftypologien, Abschnitte im Kaufprozess dann digital abzubilden. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, ihr geht in einen Laden und ihr möchtet ein bestimmtes Geschirr kaufen. Und ihr geht jetzt samstags dahin und dann nehmt ihr das in die Hand und dann schaut euch das an, lasst euch beraten. Und dann geht ihr aus dem Laden und eine Woche später kommt ihr wieder. Ja, und dann würde der Verkäufer oder die Verkäuferin ja natürlich nicht die gleichen Sachen und Argumente wiederbringen, sondern würde sagen, ja, der hat das ja beim letzten Mal schon mal gesehen, jetzt ein paar andere Argumente, jetzt muss ich vielleicht, der ist ja wiedergekommen in meinen Laden, also findet er mich oder die Firma nicht total doof, jetzt kann ich darauf verzichten, das zu betonen. Jetzt muss ich ja andere Dinge machen und irgendwann, wenn ich alle paar Wochen wiederkomme und immer dasselbe in die Hand nehme, dann wird irgendwann mal kommen, so hier, das sind die Gründe, wie du jetzt deine Partnerin überzeugen kannst, warum du so viel Geld für Geschirr ausgegeben hast. Ja, eins, zwei, drei, vier, mach das, nimm's mit, du wirst das überleben. Ja? Und das Gleiche können wir online machen. Ja, wir haben Kunden, wir können feststellen, ob ein Kunde mehrere Tabs offen hat mit ähnlichen Produkten. Ja, wir können feststellen, ob ein Kunde erstmal überhaupt zum allerersten Mal auf unserem Shop ist. Ja? Und wir können feststellen, ob ein Kunde jetzt quasi einfach einen Bookmark-Link aufgemacht hat und sagt, ich will dieses Produkt jetzt einfach kaufen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, Samstagnacht. Das mache ich jetzt zu Ende, damit es dann am Montag da ist. Und dann kann ich den Text auch entsprechend anpassen und auch die ganze Produktseite drauf optimieren und sagen, okay, jetzt unterstütze ich diesen Kaufprozess. Ja? Der Gegenteil davon ist genau das, was man sieht, was Amazon zum Beispiel macht. Kann man Amazon mal als schlechtes Beispiel verwenden, das ist ja auch schwierig. Ihr habt einen Link, ihr habt ein Produkt und ihr wollt es kaufen, ihr ruft es auf und dann scrollt ihr nach unten, guckt einmal noch mal ganz kurz, ob die Wertung da nicht mehr irgendwie eine mit 0 Sterne oder 1 Stern dazugekommen ist und plötzlich ist diese Produktvergleichstabelle da dazwischen und schon seid ihr wieder verunsichert bei eurem Kauf. Ja, das sind so Produktseitengestaltungssachen, die einen einfach davon abbringen. Ja, das ist ein Kunde, der eigentlich, den habt ihr auf den Job gebracht, der hat sich ein Produkt ausgesucht, der will kaufen. Und jetzt schaffen wir es erfolgreich, diesen Kunden vom Kauf abzuhalten. Der kann ja schon wieder eine Kaufentscheidung treffen später. Aber jetzt ist er erstmal weg als Käufer. Ja, und das jetzt in Content zu übertragen, ja, wir sind ja eine Content Company, wir bieten Möglichkeiten für Kunden, Content zu automatisieren. Ja, und entsprechend jetzt als Neuheit quasi diese verschiedenen Kaufabschnittstypologien mit zu betexten. Ich zeige gleich mal in echt, wie sowas funktionieren kann. Aber mal als Beispiel. Wir haben einen Kunden, einen Weinhändler, der hat Kunden auf seiner Seite und er hat festgestellt, okay, dieser Besucher ist jetzt zum zweiten oder öfter Mal auf der Seite, aber war jetzt die letzten Tage nicht drauf, hat jetzt verschiedene Produkte angeschaut und hat noch nichts im Warenkorb. Ja, dann betexte ich diesen Wein entsprechend anders und sage ihm, naja, das ist etwas, vielleicht ein bisschen ein Klassiker, den du suchst, so wie du es früher gewohnt warst. Und du kannst damit eigentlich nichts falsch machen gegenüber diesem neuen Wein und dann hast du einen Kunden, der vielleicht was Neues ausprobiert. Ja, weil sonst wäre er ja vielleicht einfach auf die Seite gekommen und hätte einfach direkt was gekauft. Ja, wie funktioniert sowas? Das benutzt auch reine On-Site-Daten. Also wir haben halt vorher die Frage aufgehoben mit dem CRM. Also wir benötigen auch keine Big Data-Sachen, sondern im Prinzip einfach nur ganz einfache Sachen, die der Browser über den Kunden selber weiß, ohne dass man groß Datenauswertung oder Datenspeicherung macht. Und natürlich, ich meine, wir müssen GDPR-kompatibel sein, das ist ja gar legal eigentlich ganz machbar, aber wir müssen da jetzt auch nicht die großen Dark Patterns drum rumrollen, um da was zu tun, sondern das sind ganz einfache Verhaltenssachen, weil ich kann ja dafür sorgen, dass ich diese Daten gar nicht an eine Third Party übertrage. Und ich mache das auf meinem Store, wo ich natürlich auch bestimmte Dinge einfach machen kann, weil es ist eben mein Laden und das ist nicht Amazon. Ja, das funktioniert natürlich nur auf der eigenen Seite, aber die Seite, wo ich eine Beziehung zum Kunden aufbauen kann. Ja. Wie sieht sowas textuell aus? Ich zeige das mal. Also wir haben diese typischen Online-Shop-Seiten mit hochoptimierten Startseiten, mit hochoptimierten Filter- und Kategorieseiten. Das war irgendeine Demo-Seite von uns. Und jetzt bin ich auf einem Produkt. Und jetzt habe ich hier eine Produktbeschreibung und das ist das, was normal sieht, was Google sieht. Und jetzt bin ich aber, bin ich eben der Typ, der als allererstes Mal zum überhaupt auf diesem Shop ist. Ich war noch nie da, das System kennt mich gar nicht. Ich bin einfach auf dieser Seite gelandet. Ja, dann
bringe ich ihm eben auch bei, was der Vorteil an mir ist, weil er, der Benutzer als Marke, kennt mich ja noch gar nicht als Marke. Vielleicht als Marke, aber nicht als Online-Shopper, im Sinne von, warum sollte ich hier kaufen? Warum sollte ich nicht woanders kaufen? Ah ja, okay, wir nehmen halt zum Beispiel die entsprechende CO2-Bilanz beim Versand oder du hast tolle Geschenkverpackungen. Und diese ganzen Sachen kann ich dann in den Produkttext mit einweben und kann zu einer höheren Resonanzfläche führen. Das klingt auf den einen Blick natürlich wie eine sehr, sehr einfache oder wie eine sehr geringe Unterscheidung, aber wir reden wieder über die Situation am Supermarktregal und wie jeder am Supermarktregal einmal von oben nach unten schaut, welche Produkte es gibt und die Packung, die irgendwie komisch aussieht, einfach nicht kauft und dann halt irgendeinen anderen Ketchup kauft, weil die, ah, da ist der Deckel irgendwie verschoben, das ist die letzte Flasche, ich hätte den gern gehabt, egal, jetzt kaufe ich was anderes. Diesen Eindruck auf der Professionalität müssen wir ja auch im Online-Segment arbeiten. Ja, oder ich habe, wenn man hier ein anderes Beispiel wählen, schauen wir mal. Den Inspiration, ja, der vielleicht nach einem Geschenk sucht oder überhaupt erstmal, er hat schon hunderte Seiten aufgesucht, sucht Freitagabend, Fußball ist langweilig, weil es fallen keine Tore, und schaut da drauf und dann, ja, gut, als Geschenk, das wäre doch gut, dann kann ich das quasi jemandem mitnehmen, ich muss da eh in 2 Wochen am Wochenende irgendwo hin, da kann ich das gleich kaufen. Ja, und das ist eine Optimierung, die macht unabhängig jetzt von dem reinen Thema der Auswahl der Produkte, sondern die verstärkt den Kauf für das einzelne Produkt anhand von dem, was du, wo du dich eben als Nutzer im Kaufabschnitt erfindest. Und das geht natürlich jetzt, wir machen das jetzt für Text an der Stelle, so ist die Demo jetzt hier, aber das geht natürlich auch für die Auswahl von Bildern oder ganze Seitenlayouts. Ja? Also das Thema, was ich hatte, warum brauche ich eine Produktvergleichstabelle für jemanden, der sich eigentlich schon entschieden hat und dieses Ding einfach nur kaufen will? Ja. Der will nur, den kann ich jetzt noch überzeugen, indem er sagt, hey, ah, ja klar, du kannst jetzt Click und Collect machen, alles klar, dann kann ich es abholen, da bin ich sicher, ist ja irgendwie Besteck nicht, dass es verbogen ankommt. Und habe ihn dann quasi dazu gebracht, dass er es jetzt kauft. Ja. Ja, das so dazu. Und das, was wir machen, da kommt jetzt der ganz kurze Werbeblock, wir unterfüttern das für unsere Kunden mit Messwerten. Auch das ist etwas, was wir quasi dem Benutzer dann zur Verfügung stellen, und zwar in dem Fall hier dem Online-Redakteur, der eben die Textautomatisierung und die Personalisierung konfiguriert, der dann in die Lage versetzt wird, plötzlich 20, 30, wenn es mehrere Sprachen sind, 100.000 von Produktseiten gezielt zu optimieren und das Niveau einzuhalten, was Performance-Marketeers schon lange machen müssen. Wie viele Conversions hattest du? Wie viel Engagement hast du? Also bei uns, wie viele Leute haben den Text gelesen? Und hast du es verbessert oder nicht? Und lohnt sich das Invest, was wir hier machen? Ja, und dann am Schluss wieder auf die einzelnen Abschnitte, Kaufabschnitte technisch einzugehen und die entsprechend dann zu unterfüttern. Und mit einem Blick für auch für Schreibende, der plötzlich oder Übersetzende, der plötzlich auf die Textwirkung geht und nicht mehr nur auf, naja, wir haben ein bisschen einen blumigen Text. So, das war's von uns.